Eine Safranzwiebel pro Topf. Shanu Magotra bereitet eine neue Versuchsreihe vor im Labor des Zentrums für biomolekulare Interaktion der Uni Bremen. Der Wissenschaftler präpariert die Safranzwiebeln, er infiziert sie besser gesagt mit einem Pilz. Wir gehen mit der Nadel ein paar Zentimeter tief, spritzen die Flüssigkeit ein. Die Zwiebeln sind mit Bakterien vorbehandelt. Bakterien, die dem Pilz schaden und so die Krokuszwiebel schützen können. Der Norden Indiens, Kaschmir und Jammu ist Safrananbaugebiet. Da befällt der Pilz den Safrankrokus, die Lebensgrundlage der Bauern. Trotz Fungiziden und Dünger schrumpft der Ertrag seit Jahren, weshalb die Wissenschaftler der Universität Jammu das Problem untersuchten. Der Boden hat seine natürlichen Nährstoffeigenschaften verloren. Ein Grund, warum der Pilz sich ausbreiten kann und sich der Pilzbefall in den letzten Jahren verzehnfacht hat. Institutsleiterin Barbara Reinhold erforscht das Zusammenspiel von Bakterien und Pflanzen. Ihre Arbeit brachte sie in Kontakt mit den indischen Wissenschaftlern. Die können jetzt die safranschützenden Bakterien in Bremen mit Genanalysen und besonders guten Mikroskopen untersuchen. Wenn wir Bakterien, die sehr gut in Wurzeln eindringen können, wenn wir die Mechanismen, wie sie mit der Pflanze besser kooperieren, wenn wir die verstehen, können wir den Prozess auch vermutlich verbessern, damit diese Erhöhung des Pflanzenwachstums auch noch besser wird und dann diese Bakterien zurück auf die Felder bringen, damit die Landwirte sie auch einsetzen, quasi als Biodünger. Welche Bakterien auf den Krokusfeldern zum Schutz des Safran in Frage kommen, das haben die Biologen schon im Anbaugebiet getestet. Wie die Bakterien den Pilzen schaden, ist aber noch unbekannt. Wir wollen jetzt hier sehen, direkt am Mikroskop sehen, wie die Bakterien jetzt den Pilz und das Pilzwachstum in Schach halten und eingrenzen, beispielsweise. Oder auch genauer betrachten, was ist jetzt besonders an diesen Bakterien? Was können die auf genetischer Ebene? Jyoti Vaklu leitet die Forschung am Safranpilz. Sie sieht mehrere Gründe für die Pilzinfektionen im Krokusanbaugebiet. Der Pilz ist ein sehr starker Erreger. Dann die Monokultur, der Anbau der immer gleichen Krokusart, also geringere genetische Varianz und Evolution. Und drittens der Klimawandel. An den Klimawandel passen die Pilze sich schneller an als die Krokuspflanzen. Das gilt auch für den Iran, der 90% des weltweiten Safranbedarfs deckt. Bis zu 200.000 Blüten müssen die Bauern für ein Kilo Safran sammeln. Innerhalb weniger Tage müssen die Griffel der empfindlichen Blüten in Handarbeit geerntet sein. Aber im Iran gilt wie in Indien, auch wenn ein Gramm Safran in Europa bis zu 10 Euro kostet, sinken die Erträge in den Anbauländern, lohnt sich der Anbau für die Bauern nicht mehr. Wir könnten den Anbau aus den traditionellen Gebieten in Gebiete mit ähnlichem Klima und Böden mit geringerem Pilzbefall verlagern. An unserer Universität in Jammu, also im Himalaya-Vorland, haben wir erfolgreiche Pilotversuche unternommen. Und mit der Hilfe der Bremer Forscher können die indischen Biologen den Biodünger mit Pilzschutzbakterien verbessern und bald möglichst auf den Markt bringen, damit die Bauern im Norden Indiens wieder besser von ihrer Safranernte leben können.